50, herzlich willkommen. Heute mal eine Double-View-Aufnahme, aber ich habe nicht mehr so viel Speicherplatz, merke ich gerade. Muss ich noch regeln. Da läuft die Aufnahme schon. Seit einer Minute fast. Und die nächste läuft auch noch. Intro, ja, Intro. So, wir haben nicht mehr viel Zeit. Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, bei McLaren Production. Bei mir zu Hause. Etwas traurig, finde ich, etwas traurig alles, aber na gut, okay. Da kann man erstmal nichts machen. Ich bedanke mich bisher für eure Aufmerksamkeit. Und heute habe ich ein Gedicht. Das ist, Entschuldigung, die Aufführung, aber halt ein Künstler wird geboren. Es ist eine Squid-Jacke. Mies, von die Kamera. Scheiße. Muss nächstes Mal vorher dran denken. Ja, mit der Ruhe, jetzt ist draußen. Hab ich ja gesagt, ja. Yeah. Hab ich ja gesagt, ne. Fies. Okay. 50 Sekunden hier noch. Ja, wird es mehr. Schön, dass ihr da seid. Naja. Ne. Ich aus, echt schlimm. Hier runtergekommen. Mein Schirm. Scheiße, oder habe ich gesagt, von den hinteren Plätzen. Tja, herzlich willkommen bei McLaren Production, Leute. Schön, dass es euch gibt, wie immer. Ich bedanke mich hier bei diesem Publikum hier. Und der Rest hört mal kurz zu. Ich habe ein Gedicht, und zwar habe ich das etwas länger geschrieben. Schon etwas länger her. In diesem Sinne, schön, dass es euch gibt. 3, 2, 1, Peace. So, wo jetzt da raus mit dem hinteren Ring? Machen wir mal kurz aus, was hat sich erledigt? Okay. So. Tja, herzlich willkommen. Jetzt sind wir ganz allein. Wir beide wieder zu dritt, ja. Zu dritt, drei Achen jetzt. Drei Sterne. Drei Steine. So, heute will ich euch vorlesen, und zwar etwas, was ich mal geschrieben habe unterwegs, in dieses blaue Blüchlein. Es ist viele, viele Seiten lang. Es ist von 28.12.2007. Und das heißt In Trance, Essen City. Bin sofort fertig, Leute. Ich muss mal noch eine Zigarette rauchen, wenn ich Feuer finde. Ich finde hier irgendwo noch Feuer. Finde ich nicht. Seltsam. Feuer lässt sich irgendwo finden. In die Zeit müssen wir uns noch nehmen, einfach eine Zigarette zu rauchen. Ich bin guter Geschichtenerzähler. Aber halt, ich brauche immer meine Zeit dazwischen. So, kurz mal Feuerzeug suchen, nach mit Konzentrierlichter. Tja, In Trance, Essen. Geht auch einigermaßen. Dafür wird es Sonntag früher. Ich kann 2 Stunden Schlaf habe. Gestern, als ich den ganzen Tag unterwegs war. Wie damals in Essen auch halt. Jetzt bin ich hier in meinem Schaukelstuhl. Schaukelstuhl. Meine Matratze. Schön, dass ihr da seid. Herzlich willkommen nochmal.
mal das Büchlein raus. So. Original von mir. Ich darf das. So, mal kurz zu hören, Leute. In Trance, Essen, City. Davor bei Saturn, beim Café. Im Center dort. Das Projekt heißt, ein Künstler wird geboren. Ich bin frei. Es ist so, dass ich mich hier in Essen freier bewegen kann. Geschäftiges Treiben. Ich habe mich in Trance gearbeitet. Projekt mein Leben. An diesem besagten Tag, an dem 7.28.12.2007. Kurz nach Weihnachten, kurz vor Silvester 2007. Code 7. So. 17.19 Uhr. Sitze ich in der Pizzeria. Tekener besuchen. Bin geizig zum Essen. Aber Geld für Essen auszugeben, muss sein. Ich bin in der Wärme. War für meine Verhältnisse lange unterwegs. Meine Füße tun weh. Bleischwer sind sie. Ich bin mir jetzt bewusst, was ich bin oder nicht. Ich bin kein Mensch im herkömmlichen Sinne. Ich weiß noch nicht, wie ich das verarbeiten soll. Ja, ich stecke in einem menschlichen Körper. Aber das Wesen dahinter ist ein ganz anderes. Feinfühliger, sensibler. Der Ort, aus dem ich komme, so vermute ich, ist in einer ganz anderen Entwicklungsphase. Das Wissen, das Wesen dahinter kommt von weit her. Vielleicht sogar aus einem Paralleluniversum. Dieser Körper bedrückt mich. Auf diesem Planeten ist eine Schwere, die ich so nicht kenne. In meiner Welt bewegen wir uns allein durch die Kraft der Gedanken. Wir schweben dann über den Boden. Der Weg ist das Ziel. Ich folge dem Weg. Soweit es die Umstände erlauben. Das Bewusstsein hier ist diffus. Die Menschen leben nicht mehr im Einklang mit sich selbst. Es wird polarisiert, wo es nur geht. Reich und arm, intelligent und beschränkt. Wenn sie nur wüssten, was ihnen entgeht. Meine Aufgabe ist es, etwas Licht ins Dunkel zu bringen. Osram, der Illuminator. Ausrahmen, Werbung für Ausrahmen, kurz. Muss mal kurz sein. Ausrahmen bringt Licht. Osram, der Illuminator. Lucifer, der Lichtbringer, der gefallene Engel. Eines Tages wirst du alles verstehen. Und ich versuche, mir Mühe zu geben, ein guter Begleiter auf deiner Reise zu sein. Wie so oft ist es auch eine angetretene Reise beschwerlich. Vielleicht wirst du dich oft fragen, was will er mir damit sagen? Plan B, 1 Live, Goldberg. Ich habe viel zu erzählen und ich wünschte mir, du hättest ein offenes Ohr für mich. Das ist mir wichtig. Kennst du das Licht schon? Ich will in dein Herz hinein, um dir ein Trost zu sein. Ist von Moses Pelle. Entschuldigung, Moses. Ist geklaut. Aber gut, ich muss ja das Rad nicht immer wieder neu erfinden. Und zwar folgender Satz. Ich will in dein Herz hinein, um dir ein Trost zu sein. Ich will keine Gehirnwäsche betreiben, wie die anderen. Jeder Moslem ist ein potenzieller Schläfer. Und jeder Deutsche ein potenzieller Amokläufer.
Unsere Waffe hier ist das Auto. Zerstörerisch. Denk an die Umwelt und an, in Klammern, deine Kinder. Klammer zu. Machtvoll. Klammer auf. Bushido erzählt nicht umsonst von seinem Siebener. Klammer zu. Komma. Potenz steigernd. Wenn du was hast, dann bist du aber etwas. Ich habe mir so viel angeeignet. Plasma, Hi-Fi, multiple Dir. Egal, multi Dir. Alphas, aber die innere Leere bleibt. Und hat die innere Leere, hat all dieser Materielle, hat all dieses Materielle nicht füllen können. Ich bin immer noch einsam auf weiter Flur. Ich weiß nicht, wie viel Zeit mir bleibt. Ich werde auch nicht jünger. Außer ich treffe ab und zu Jesus. Ich glaube, sein Geist begleitet mich manchmal. Auch er war nicht von dieser Welt. Diese Welt hier ist grausam. Brüder streiten und reden nicht miteinander. Ungelöste Konflikte führen zu Krisen und Kriegen. Das Medium vermittelt so eine verzerrte Realität, dass sie Behausung voll sind, die aus der Paradoxie in die Irre geleitet werden. Schaukeln. Du hast die Wahl, gut oder böse. Trotzdem lachst du über mich. Du verstehst mich nicht. Meine Welt ist eine andere. Ich habe heute Nacht das Portal geöffnet und es schließt sich nicht wieder. Das kenne ich so nicht. Und es ist trotzdem gut. Ich muss weitermachen. Die dickere Pizza im Maul, den Stift in meiner Hand. Die Kritiker werden sich das Maul über das hier zerreißen. Sie werden sagen, ich wäre moralisch. Das, was hier ist, wäre moralisch. Manipulation, ja. Aber die Entscheidung lasse ich dir. Und ich mache es offensichtlich, bewusst. Ich weiß, was ich tue. Und ich tue. Auch gut. Und ich bin auch gut da drin. Ich weiß, was ich tue und ich bin auch gut da drin. Vertraue mir ruhig. Denn ich weiß, am Ende wird alles gut. Eine Gewissheit, die dir Sicherheit gibt. Ich verstehe dich. Du kennst diese hier in diesem dunkelsten Stunden dir reinziehen. Du kannst dir das hier in deinen dunkelsten Stunden reinziehen. Es wird helfen, ein klein bisschen dich zu verstehen. Und wenn du dich verstehst, verstehst du alle Menschen. Akzeptiere dich so, wie du bist. Das ist dein gutes Recht. Mit all deinen Macken. Vielleicht auch mit all deinen Mitteln. So schwer es dir auch fällt, gib dich nie geschlagen. Das hier ist ein Experiment. Und bei der Durchführung eines Experiments gibt es immer Gefahren. Dessen sollst du dir bewusst sein. Es kann scheitern, aber nimm alle Vorsichtsmaßnahmen in Kauf. Ich will nicht, dass dir Schaden zugefügt wird. Es sind sehr viele auf diesem Weg gescheitert. Viele, zu viele, mussten ihr Leben lassen. Das betrifft auch mich. Ich habe mich am Ende ihnen übergeben. Klammer, Neo, Matrix, wo ist die überhaupt? Ja. Die Auflösung folgt. Profil, Name, Doppelpunkt, M.A.Y, Alter 34, Geschlecht, männlich, Staatsangehörigkeit, nicht eindeutig, feststellbar, Assimilierung nicht möglich, Objekt wehrt sich gegen unsere Einflüsse, gefährlich, gefährlich, muss unter Beobachtung gestellt werden, Analyse, hohes Feindpotenzial, intelligent, kennt Felix Krull sehr gut, beeinflussbar, ich korrigiere, Einfluss schwindet, mehr und mehr, du verstehst nur warum, sachte, sachte, immer mit der Ruhe, oder? Kommt Zeit, kommt Rat, aber dreh nicht so viel am Rad, an dem Rad, den ich dir geben könnte.
Die ist nämlich gut gemeint. Und vergiss mal dein Auto, mit dem du manchmal mehr Zeit verbringst als mit deiner Familie. Ja, du arbeitest hart, willst auch deine Ruhe haben. Wenn du abends von deiner Arbeit kommst, du aber übertreibst, gib 100%, wenn es sein muss, aber lass dich nicht ausnutzen. Die Schere zwischen arm und reich, Punkt, reich, Punkt, T, Punkt, reicht. Freibier für alle, Schnaps für alle. Apropos, wir sollten Tiere töten, wir züchten Tiere und töten sie, um sie zu essen. Dürfen aber keine Pflanzen anbauen, um sie zu rauchen. Wo ist da die Logik? Die Menschen wählen hier Vertreter für sich. Der Wille Volkes zählt. So will man es uns weiß machen. Am Ende passiert doch nichts. Statt miteinander ein andauerndes Gegeneinander. Wann verstehst du endlich, dass du so nicht weiterkommst? Ich habe auf diese Tour keinen Bock. Echt nicht. Ich habe auf diese Tour keinen Bock mehr eigentlich. Aber was willst du machen? Ich habe auf diese Tour keinen Bock. Lass mich in Ruhe mit deinem Problem. Ich hab dir doch nichts angetan. Was willst du eigentlich von mir? Aufgeben? Niemals. Eines Tages. Und die alte Welt war nicht mehr. Das Haus Gottes war unter den Menschen. Lange genug hatte der Herr dem Treiben zugeschaut. Hatte uns die Welt die Wahl gegeben zwischen Gut und Böse, zwischen Opfer und Täter. Und wer will weder noch sein? Erster Abschnitt zu Ende. Neunundzwanzigster 07, 97, 07, ja. 8:17 Uhr. Mein Gott, kann ich bis schuldig sein? Es gefällt mir irgendwie. Die Welt, wie sie zurzeit ist, gefällt mir nicht. Und dabei meine ich nicht die politische Lage. Da flüchte ich lieber. Bin lieber in meiner eigenen Welt. Da bin ich etwas Besonderes. Habe eine Aufgabe. Und ich habe einen Sinn. So, Leute, jetzt kann ich das frei erzählen. Es sind noch ein paar Seiten. Die Menschen wählen hier Vertreter für sich. Der Wille Gottes Volkes zählt. So will man es uns weismachen. Am Ende passiert doch nichts. Statt miteinander ein andauerndes Gegeneinander. Wann verstehst du endlich, dass du so nicht weiterkommst? Ich habe auf diese Tour keinen Bock. Lass mich in Ruhe mit deinem Problem. Ich habe dir doch nichts angetan. Was willst du eigentlich von mir? Aufgeben? Niemals. Eines Tages, die alte Welt war nicht mehr. Das Haus Gottes war unter den Menschen. Lange genug hatte der Herr dem Treiben zugeschaut, hatte uns die Wahl gegeben, zwischen Gut und Böse, zwischen Opfer und Täter. Und wer will weder noch sein? 29.12.07. Mein Gott, 8:17 Uhr, kann nicht bis schuldig sein. Es gefällt mir irgendwie. Die Welt, wie sie hier zurzeit ist, gefällt mir nicht. Und dabei meine ich nicht die politische Lage. Da flüchte ich lieber. Bin lieber in meiner eigenen Welt. Da bin ich etwas Besonderes. Habe eine Aufgabe. Und habe einen Sinn. Für mich persönlich würde ich das nie nicht machen.
Dafür liebe ich mich nicht genug. Obwohl ich das sollte. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Das impliziert, dass ich mich genauso lieben muss, mich akzeptieren muss, damit ich es auch weitergeben kann. Geteiltes Glück ist doppeltes Glück. Ich bin schizophren. So ist auch meine Liebe. Voller Selbstzweifel, ohne ein Ziel. Wenn ich meine Liebe geben könnte, wer verdient sie? Der Sammy verdient sie, mein Neffe. Er ist mein Freund. Ich liebe dich, mein kleiner Freund. Du bereicherst mein Leben. Sammy. Danke hier auch dem Tekener, dessen Gastfreundschaft ich genießen darf. Ich kenne Tekener jetzt seit über 20 Jahren. Er ist einer meiner ältesten Freunde. Und er ist nicht nur ein guter Freund. Er ist ein guter Mensch. Ich wünsche ihm nur alles Gute. Ein herzensreiner Mensch verdient nichts anderes als das Beste, was ihm widerfahren kann. Soll er reich beschenkt werden. Du musst natürlich das kann ich. Menschen wie ich verdienen keine Freunde. Das hat mal jemand gesagt, den ich in der Stadt gesehen habe. Auch einer wie ich. Und den anderen halt. Den Kranken. Wenn ihr wüsstet, wie behindert ihr seid. Wie behindert ihr seid. Geht weiter gleich. Tekener. Es tut mir leid, wie es damals gelaufen ist. Das ist mein Gebet an dich, Bruder. Mein Danksgebet. Bin noch ein bisschen nachträglich. Danke hier auch dem Tekener, dessen Gastfreundschaft ich genießen darf. Ich kenne Tekener jetzt seit 20 Jahren. Er ist einer meiner ältesten Freunde. Und er ist nicht nur ein guter Freund, er ist ein guter Mensch. Ich wünsche ihm nur alles Gute. Ein herzensreiner Mensch verdient nichts anderes als das Beste, was ihm widerfahren kann. Soll er reich beschenkt werden? Es gibt viele gute Menschen. Könnte ich sie doch alle kennenlernen, meine Liebe teilen, an einem Strang ziehen und durch die Macht die Wände herbeikommen lassen. 0001, 2001, Stunde 1, nicht schlagen. Das wäre es nicht wert. 15.15 Uhr, Kallenkirchen. 30.12.07. Bin atypisch. Falle auf. Es nützt eh nichts, es zweimal zwischen verstecken zu wollen. Paar Bitches kommen immer. Ja, gut. Paar Bitches kommen immer. Bin atypisch. Paar Bitches kommen immer. Und ich bin hier, um die Geschichte. Der Saga geht weiter. Aber was wäre der nächste Schritt? Nur rumsitzen auf Dauer? Wird man verrückt? Wird man verrückt? Gegen die
der Stift. Gegen das Denken hilft nur der Stift, ohne zu wissen, was da eigentlich auf mich ankommt, zukommt. Nach dem Tunnel. Ist es der Zug, der rote Zug? 2, der rote Zug am Ende des Tunnels, dessen Türen sich schließen. Und weiter geht's. The show must go on. Und wer in diesem Leben kein Vollgas gibt, ist selber schuld. Ich bin zu langsam für die Welt. Max fällt auf. Und er entspannt sich. Baut Überstunden ab. Oh. Baut Überstunden ab. Wer so viel arbeitet, hat das Recht, sich zu entspannen. Ich versuche mein Bestes, wie immer. Und zwar manchmal immer noch zwanghaft. Aber das ist halb so schlimm. Irgendwie muss das zu schaffen sein. Gib niemals auf. Auch wenn du deinen Vater nicht immer verstehst. Fünfter Erster, 2008, drittes Kapitel. Mit meiner Sitzung heute. So anstatt aber zu leid. Oh, wie kann man das? Tja. Hi. Da bin ich wieder. War die Brille. So, bevor wir das hier alles. Fünfter Erster, 2008. An diesem Tag genau sind es 10 Jahre und einiges ist wie gestern für mich. Dabei habe ich vieles schon vergessen. Nur so viel nicht. Auch damals habe ich die Nacht durchgemacht und bin in den frühen Morgenstunden schlafen gegangen. Vielleicht war es 5, 6 Uhr. Jetzt ist es erst 6 Uhr, 4 Uhr. Ich weiß gar nicht, wie ich dir alles erzählen soll. Meine Kindheit, meine Familie, meine Beziehung, der ganze Werdegang. Ich will nicht beweisen, wie ich es früher so oft versucht habe. Es schlägt 4 Uhr. Viele Namen tauchen auf. Lydia, Erda, Orhan, Murat, Jamida, Sarah, Eiche, sind viele andere mehr. Lydia war eine Begleiterin in meinem Leben. Ich bin ihr vieles dankbar. Für vieles dankbar. Erda war ein guter Freund, dessen Bruder ich am Ende nicht sein durfte. Lydia ist auch eine gute Freundin aus der Schulzeit. Sie ist jetzt auch verschollen. Vielleicht ist das auch besser so. Meine Liebe zu ihr hat mir am Ende zu sehr wehgetan. Aufgabe ist die logische Konsequenz. Wenn all die Bemühungen um Freundschaft und Bindung zu nichts führen, Eva ist eine schöne Frau gewesen. Sie war die erste Frau, die ich ins Kino einladen wollte. Allerdings stellte sich nach einer Kostenrechnung verfügbaren Einkommens in Form damaligen wöchentlicher Taschengeldes heraus, dass ich einige Wochen sparen musste, um ihr das Kino spendieren zu dürfen. Vielleicht war ich ein bisschen verliebt in sie, nichts Großartiges, eine Schwärmerei. Iris war eine Liebe, die ich in den jungen Jahren in
meinem Herzen hielt. Sie interessierte sich für mich. Und auch sie war wunderschön mit ihren langen blonden Haaren und engelsgleichem Gesicht mit den Bäckchen. Man müsste die Zeit zurückdrehen. Ne? Ne? Jolly Time. Wahrscheinlich gebe ich damals auch schon. Wieder mal. Ganz schlimmer wie hier. Jolly Time. Ich muss jeden Tag etwas schreiben. Kreuz und quer. Wahl. Mein Leben ist eine Odyssee. 5? Fragezeichen. Odyssee 5, ja, ja. Rette die Welt und du rettest die Menschheit. Die Welt ist nicht mehr zu retten. Ein einziger reicht mir auch schon. Und das sollst eigentlich du sein. Wieso ich? Fragst du dich? Guck dich doch mal um mit deinen gelben Zähnen, deiner Sucht nach allem und jedem, nach Liebe, nach Musik und nach grünen Kräutern. Ja, ich bin ein Kiffer, abhängig, manchmal verfluchend, manchmal nachdenklich, wohin das Ganze führen soll. Aber auch die Liebe, aber auch die hatte ich aufgegeben. Komme, was wolle. Gucken wir mal, wo das hinführt. Ich weiß es auf keinen Fall, wohin der Weg führt. Ich weiß ehrlich gesagt nicht mal, wo ich bin, außer ungefähr in der Mitte des Lebens. Und bei meiner Lebensweise ist das optimistisch spekuliert. 8.1.08, 21.46 Uhr. Minuten reicht fürs Erste. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit, wünsche euch alles Gute und bleibt sauber. Ja, bis dann. Tschüss.